Hallo liebe Leute, vorhin geht es darum, dass Sarah Wagenknecht im Duell mit Alice Weidel die Unwahrheit über Björn Höcke verbreitet hat. Trotzdem muss man sehr klar sagen, wir reden hier über nicht über 20 bis 30 Millionen Menschen. Herr Höcke spricht aber über 20 bis 30 Millionen, die er remigrieren möchte. Und ehrlich gesagt, das ist ein Schüren von Ressentiments. Ja, die AfD ist eben eine relativ differenzierte Partei. Sie ist gegründet worden von Professoren, die... ja, konservativ, vielleicht rechtskonservativ waren. Mit denen hätte man zusammenarbeiten können. Die damalige CDU hat meines Erachtens den Fehler gemacht, damals nicht zusammenzuarbeiten. Das hat sicherlich auch zur Radikalisierung der AfD beigetragen. Sie, Frau Weidel, sind aus der Zeit, damals sind Sie auch eingetreten. Aber die AfD hat sich eben verändert. Und der Höcke-Flügel ist nicht irgendein Flügel, sondern er ist immer stärker geworden, immer mächtiger geworden. Und deswegen kann man mit jemandem, der solche Dinge sagt, dem kann man nicht zur Macht verhelfen. Und deswegen haben wir jetzt das Dilemma, dass wir im Osten versuchen müssen, mit Parteien eine Regierung zu bilden. Ob es gelingt, ist noch offen. Ich hatte mich auch schon gewundert. Sarah Wagenknecht hatte erklärt, Björn Höcke wolle 20 bis 30 Millionen Leute aus Deutschland ausweisen. Tatsächlich hat er was ganz anderes gemeint. Er meinte, dass Deutschland auf 20 bis 30% der Bevölkerung verzichten könnte. Allerdings bezog er sich darauf auf den Bevölkerungsrückgang. Auf den Bevölkerungsrückgang durch die Geburtenrate. Also es wird ja andauernd erklärt, die Bevölkerung, ja, es müsste Migration stattfinden, allein aus dem Grund, um den Bevölkerungsschwund auszugleichen. Und nur dagegen hatte sich Björn Höcke ausgesprochen. Bemerkenswert ist, dass ich das ausgerechnet durch Welt erfahren habe. Also ich habe ja gesehen, Welt hat einen Faktencheck gemacht und ich habe ihn erst gar nicht gelesen, weil ich dachte, das ist sowieso Propaganda, brauchen wir gar nicht angucken. Und dann habe ich dann heute doch einen Blick reingeworfen. Dann habe ich das zufällig gelesen. Und aus meiner Sicht ist es tatsächlich welthoch anzurechnen. Also Welt täuscht ja bei der Ukraine, also bei ganz vielen Narrativen täuscht Welt. Aber anscheinend verfolgen sie eine andere Strategie als jetzt beispielsweise die Öffentlich-Rechtlichen. Sie möchten bei gewissen Leuten das Vertrauen gewinnen, um dafür bei anderen Narrativen umso wirksamer täuschen zu können. Das zeigt sich übrigens auch im Faktencheck direkt wieder. Also ist keine Überraschung. Und der Trick ist hier, also das funktioniert auch beim Fußball. Also beispielsweise die Leute sehen in der Zeitung, die Bild-Zeitung beim Fußball sagt sie die Wahrheit, also denkt man automatisch, ja, dann sagt sie bei den anderen Themen auch die Wahrheit. Also wenn jetzt über den Fußball objektiv berichtet wird, dann wird davon ausgegangen, ja klar, dann ist es überall objektiv. Die Leute haben nicht die Fantasie, dass die Strategie, dass tatsächlich Leute sich trauen, eine Strategie zu betreiben, absichtlich bei gewissen Dingen die Wahrheit zu sagen, um umso effektiver täuschen zu können. Und dabei ist das ein, aus meiner Sicht, ganz, ganz naheliegender Gedankengang, der Täuschung. Und es stellt sich die Frage, warum haben wir die Fantasie nicht, also warum blenden wir diese Möglichkeit so aus, dass Menschen das machen, wo es doch eigentlich ganz logisch ist. Und aus meiner Sicht liegt das in der Vergangenheit begründet, in den letzten hunderttausenden Jahren. Also ich spüre ja die Wut, wenn sowas gemacht wird. Und sehr wahrscheinlich zu früheren Zeiten, wenn Leute so getäuscht haben, sie wurden wahrscheinlich umgebracht. Also hat sich wahrscheinlich in den Dorfgemeinschaften früher, wenn Leute sich sowas getraut haben, dann ging es ihnen an den Kragen. Deswegen sind wir das nicht mehr gewohnt. Oder wir erinnern uns ja auch ans Mittelalter, an die drakonischen Strafen. Und natürlich, also ich finde diese Strafen auch abschreckend. Aber tatsächlich war es früher wohl auch so, dass es nicht immer die Falschen getroffen haben. Also dass beispielsweise, wenn Leute die schlimmsten, ach, da gibt es so eine Geschichte von so einem Hotelbetreiber im Mittelalter, der hat Leute in sein Hotel gelockt, die sind dann in irgendeine Falle gestolpert, sind dann elendig gestorben und hat dieser Mensch diese Leute aufgegessen. Und das hat er bei Dutzenden Opfern hat er das gemacht. Und natürlich kann man sich vorstellen, damals im Mittelalter, man hat ja sowas schwer rausgekriegt als heute. Heute gibt es ja eine ganz andere Verbrechensverfolgung. Und damals, ja, wenn man es rausgekriegt hat, dann war natürlich die Wut umso größer. Und das erklärt aus meiner Sicht auch diese drakonischen Strafen. Und aus meiner Sicht ist es zu einseitig, diese Strafen nur als barbarisch abzutun. Denn tatsächlich zeigen ja schwere Strafen auch, dass es einen interessiert. Also beispielsweise, wenn jetzt, und das betrifft ja auch nicht nur die eigene Sippe oder die eigene Familie. Sondern es geht eigentlich darum, dass es Menschen interessiert, wenn anderen Menschen Unrecht angetan wird. Dass es eine Konsequenz zur Folge hat.
Also beispielsweise, wenn jetzt ein Verbrechen begangen wird und man sagt dann, ja, war böse, schwamm drüber, dann hat das in Wahrheit keine Konsequenz. Das heißt, dann hat derjenige, der ein Verbrechen begangen hat, hat gesehen, ich kann es machen und es hat keine Konsequenzen. Das ist verheerend. Und deswegen, aus meiner Sicht, ist es natürlich, sind grausame Strafen, vor allem wenn sie zu Unrecht vergeben werden, ist es natürlich ganz schrecklich. Aber jetzt auch gerade jetzt heutzutage mit Gefängnis, es war ja früher auch so, dass die ganzen Linken immer gegen Gefängnisstrafen waren und so weiter und so fort. Und aus meiner Sicht, das wäre der Zivilisationszusammenbruch. Und genauso ist es gefährlich, sieht man jetzt ja auch hier, dass Leute in den großen Medien sich trauen, die Bevölkerung zu täuschen und es sieht ja, ihnen passiert nichts. Also sie können das machen, ihnen passiert nichts. Und das ist ganz gefährlich aus meiner Sicht. Und auf jeden Fall müssen wir uns wieder daran erinnern, dass ja, man nicht einfach davon ausgehen kann, dass die Leute ehrlich sind, dass sie sich das nicht trauen, sondern dass die Leute sich das sehr wohl trauen, weil sie nichts zu befürchten haben. Was war noch auffällig? Es ist ja bei den AfD-Vorsitzenden so, dass sie normal alle Vorwürfe kennen. Das ist mir bei Tino Chrupalla schon aufgefallen. Er kommt immer dazu sagen, was dazu sagen, wenn irgendjemandem was vorgeworfen wurde. Also wenn er bei Markus Lanz saß, dann kam wieder die Kontaktschuld. Der Abgeordnete hier hat das und das gemacht. Er hat diesen und jenen Mitarbeiter. Hier und da ist das geschehen. Und deswegen erscheint es mir nicht unwahrscheinlich, dass doch man stutzig, dass alles weiter hätte stutzig werden müssen, bei diesem 20 bis 30 Millionen Vorwurf. Jedenfalls, ich hatte das noch nicht gehört und aus meiner Sicht, alles weiter hätte da nachfragen müssen, 20 bis 30 Millionen, wann hat Björn Höcke das gesagt. Aber tatsächlich war es ja so, wie schon im letzten Video besprochen, dass alles weiter, ja, Björn Höcke und die Ost-AfD nicht geschützt hat. Sie hat einmal einen Allgemeingesetz gesagt, immerhin, dass die AfD keine Extremisten als Mitglieder hätte. Aber das Problem ist, wenn sie das einmal sagt, also ich habe das gar nicht bemerkt, weil natürlich der Moderator, der Weltmoderator weiß auch, wie das funktioniert, psychologisch. Er hat Weidel sofort unterbrochen, hat dann gesagt, ja, aber die Ost-AfD ist doch erwiesen extremistisch. Und da ist es bei AfD-Vertretern, vielleicht, das kann man jetzt alles Weidel noch zugute halten, hat sie gedacht, ja, ich habe es jetzt einmal gesagt, das reicht. Und damit, wenn ich alle sage, wir haben keine Extremisten, dann schließt es ja Björn Höcke ein. Und die ganze Ost-AfD ein, wenn ich das einmal sage, dann muss ich es nicht nochmal sagen. Aber tatsächlich ist es so, dass wenn der Trick funktioniert so, dass wenn man was oft wiederholt, dann wird es zur Wahrheit. Und wenn jetzt Alice Weidel einmal widerspricht und dann der Moderator es einfach nochmal wiederholt und dann Alice Weidel nichts sagt, dann wirkt es psychologisch so, als wäre Weidel eingeknickt und er würde dem Moderator recht geben. Das heißt, wenn der Moderator den gleichen Vorwurf nochmal macht, dann muss Alice Weidel es nochmal negieren. Also muss nochmal diesen kurzen Satz sagen. Und das meine ich, das ist jetzt nicht zu viel verlangt. Das ist jetzt klar, man möchte nicht diese Themenlenkung, aber sie kann dann das einfach nochmal wiederholen. Und wenn er dann ein drittes Mal sagt, dann sagt sie es nochmal. Da reicht der Einsatz und dann kann sie wieder ihre normale Themenlenkung betreiben. Das, denke ich, wird von AfD-Vertretern, wurde vor allem in der Vergangenheit unterschätzt. Es gibt ja diesen Satz von Goebbels, die Lüge tausendmal wiederholt wird zur Wahrheit. Und das funktioniert psychologisch tatsächlich so. Wir müssen uns daran erinnern, die ÖR-Propaganda, sie findet rund um die Uhr statt und sie basiert auch vor allen Dingen darauf, dass immer und immer wieder das Gleiche wiederholt wird und es dann so funktioniert, dass die Leute es dann einfach glauben, weil es oft wiederholt wird. Und ich habe das bei mir auch schon mal ausprobiert. Ich habe eine Woche einmal nur alle Talksendungen geguckt und habe sehr viel ÖR geguckt und ich habe auch gemerkt, wie ich ins Zweifeln kam. Also wieder besseren Wissens gegen den Verstand. Es sagen scheinbar so viele, es sagen alle, ich höre es immer wieder. Ist es nicht doch wahr? Und denke ich, dieser Effekt, der wird stark unterschätzt, dass so die Leute automatisch, wenn sie die Öffentlich-Rechtlichen, wenn sie die großen Medien konsumieren, dass ihr Verstand umgebogen wird. Und umso wichtiger ist es dann in so Interviews, wenn der Vorwurf wiederholt wird, dann sein Framing klar dagegen zu stellen. Wobei jetzt hier bei Alice Weidel es leider, denke ich, doch so ist, dass es auch gezielter Nichtschutz war, weil es auch nicht das erste Mal war. Es war in der Vergangenheit, hat man gesehen bei Maximilian Krapit und Bistron, wie sie vorgegangen ist und wie sie auch gegen andere vorgeht. Das ist leider mit den 20 bis 30 Millionen, dass sie da nichts gesagt hat. Ihr könnt ja eure Meinung schreiben, aber es war, denke ich, leider gewollt. Oder auch, das hat man ja auch an dem russischen Gas gesehen, wo geblinkt wurde. Wo alles Weidel, ja, aus meiner Sicht, das auch bewusst weggelassen wurde. Und es war nicht so, dass Sarah Wagenknecht das vorher schon gesagt hat, sondern alles Weidel hat sich zuerst zur Energie geäußert, hat dann Kohle auch aufgezählt, hat Kernkraft aufgezählt, hat Kohle aufgezählt, dann kam Innovation,
hat aber nichts zum Gas gesagt. Ich kann den Ausschnitt nochmal einblenden. Da könnt ihr euch eure eigene Meinung bilden. Strukturiert fangen wir tatsächlich erstmal mit dem Thema an, was die Deutschen gerade mit am meisten beschäftigt, nämlich der desolate Zustand der deutschen Wirtschaft. Bundeswirtschaftsminister Habeck musste heute einräumen, dass die Wirtschaft auch im kommenden Jahr in der Rezession hängen bleibt. Sie wird nicht wachsen, wie ursprünglich mal prognostiziert. Und laut einer aktuellen Studie wird die Arbeitslosigkeit im kommenden Jahr steigen. Frau Weidel, was wären die drei wichtigsten Maßnahmen, die Sie ergreifen würden, um die deutsche Wirtschaft wieder fit zu machen? Also die deutsche Wirtschaft krankt an der Ampelpolitik im Allgemeinen, die sich zusammensetzt. Aber ganz konkret, was würden Sie tun, Ihre drei Maßnahmen? Die sich ganz konkret zusammensetzt aus einer desaströsen, nicht tragfähigen Energiepolitik. Die Unternehmen werden aus den Märkten rausgepreist, weil die Energiekosten zu hoch sind. Wir sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Das sehen Sie überall. Deutschland hat einen komparativen Wettbewerbsvorteil international in stromintensiven Industrien. Chemie, BASF, Automobilindustrie. Hier wird überall Strom gebraucht. Und wenn Sie den Strom teuer machen, sind diese Unternehmen nicht mehr wettbewerbsfähig. Also eine verantwortliche Energiepolitik mit einem diversifizierten Energieportfolio, zusammengesetzt aus sicherer Kernkraft, aus Kohlekraft und auch Technologieoffenheit. Dann krankt es in Deutschland an dem Ausbildungsniveau. Die Menschen hier an den Schulen, Universitäten. Aus meiner Sicht ist das kein Zufall. Und natürlich ist es so, dass jetzt Sarah Wagenknecht auch kein Unschuldslamm ist. Also sie haben beispielsweise, ist es natürlich kein Zufall, dass sie jetzt den Rechtsextremismus nicht thematisiert haben, weil sie natürlich noch öfter von Welt eingeladen werden wollen. Und es ist natürlich eine Form der Korruption. Ich verzichte darauf, was zu sagen, und dafür werde ich eingeladen. Und wir wissen ja, wie schon erwähnt, bei Sarah Wagenknecht, dass sie es gezielt so macht, aber bei Sarah Wagenknecht muss man auch zugutehalten, dass sie tatsächlich, also ihre Positionen, also dass sie die richtigen Positionen vertritt und die Argumente dann auch ausreichen für die Position. Und sie hat das mit dem russischen Gas gesagt. Also die wichtigen Dinge, die dann wirklich nötig sind, um ihre Position glaubhaft zu machen, immerhin die Dinge sagt sie dann. Natürlich auch, wenn sie natürlich noch viel überzeugender argumentieren könnte. Was aber die großen Medien blamieren würde, beispielsweise mit dem Rechtsextremismus in der Ukraine, wenn man das Thema aufmachen würde, dann wären die großen Medien völlig blamiert. Und aus meiner Sicht, allein aus dem Grund verzichtet Wagenknecht darauf. Sie weiß das wahrscheinlich ganz genau, aber sie verzichtet darauf, um wieder eingeladen zu werden. Und bei Björn Höcke kann man jetzt mal gespannt sein, ob sich Wagenknecht entschuldigt. Und aus meiner Sicht, vielleicht hat sie es auch so in ihr Gehirn eingefressen, weil es passt so gut. Sie wird eingeladen, weil sie die AfD, das muss ihr, dieser Zusammenhang, der ist ihr, denke ich, bewusst. Dass natürlich ihre Einladungen, dass sie eingeladen wird und dass die AfD nicht eingeladen wird, dass es damit zusammenhängt, dass die AfD schlecht macht. Und natürlich dann auf Björn Höcke einzuhauen, wenn man den Großmedien einen Gefallen tut und man selbst eingeladen wird, das denke ich, dass das passt irgendwie so gut. Und dann möchte man davon nicht abweichen. Jetzt kann man gespannt sein, ob Wagenknecht die Größe hat, sich dafür zu entschuldigen. Für diese Fehlunterstellung. Weil das war wirklich ein krasses Framing. Und überhaupt fände ich es schön, wenn Sarah Wagenknecht sich mal mit Björn Höcke treffen würde und sie mal ein Vier-Augen-Gespräch führen würden. Es ist ja so, dass ich jetzt mit vielen Ansichten oder mit Ansicht nicht mit Björn Höcke übereinstimme. Also wer meinen Kanal verfolgt, der hat vielleicht schon mitbekommen, dass mein Nationalgefühl, vor allen Dingen auch wegen Protagonisten wie Hofreiter, Strack-Zimmermann und so weiter und so fort, dass ich nicht das ausgeprägteste Nationalgefühl habe. Und dass ich es, denke ich, so ein bisschen für so eine Illusion halte, dass ich denke, dass ich mit vielen Migranten viel mehr gemeinsam habe als mit vielen Bio-Deutschen, in Anführungszeichen. Also mit eben Leuten wie Anton Hofreiter oder Claudia Roth oder wem auch immer. Ihr kennt sie ja alle. Oder Robert Habeck oder Annalena Baerbock und so weiter. Und trotzdem, auch wenn Björn Höcke sich vielleicht auch falsche Dinge geschrieben hat, so halte ich ihn persönlich für einen guten Menschen. Und man muss, finde ich, Menschen auch einräumen, dass sie sich entwickeln können. Also das nimmt ja Sarah Wagenknecht für sich in Anspruch, dass sie nicht mehr alles vertritt, was sie früher vertreten hat. Und so, finde ich, muss die Björn Höcke auch zugestehen, dass er sich auch entwickeln kann, dass er vielleicht auch Fehler gemacht hat und er war deswegen nicht kein schlechter Mensch ist. Und aber wahrscheinlich, weil es halt ja so gut passt mit dem AfD-Bashing und man dann eingeladen wird, deswegen wird es wahrscheinlich kein Gespräch mit Björn Höcke geben. Aber das, aus meiner Sicht, wäre es sehr schön, wenn Björn Höcke das nochmal. Er hat es jetzt sich deutlich geäußert, dann kann er das nochmal klarstellen, wobei er wird ja nicht transportiert. Und dann wäre es ja eigentlich zu schön, um wahr zu sein, wenn dann Sarah Wagenknecht auch vielleicht sagt, ja, das ist vielleicht
vielleicht ist Björn Höcke nicht der schlechteste Mensch und vielleicht fällt dir dann auch auf, dass von der Positionierung er viel näher an ihr dran ist, als die ganzen konservativen Professoren wie Henkel zum Beispiel. Also diese Leute hat sie ja gesagt, sie wären nicht rechtsextrem. Oder wenn sie auch mal genau hinguckt, jetzt wie Alice Weidel jetzt über Palästina gesprochen hat, dann muss ihr doch eigentlich auffallen, dass also, wenn jemand rechtsextrem ist, dass also diese konservativen Professoren, die jetzt einseitig nur Israel alles zugestehen, ohne die Palästinenser im Blick zu haben, dass sie viel mehr, ja, also rassistisch sind, das ist vielleicht ein harter Ausdruck, aber einfach dieses palästinensische Leid überhaupt nicht registrieren, weil Leute denken, die Palästinenser sind selber schuld, dann, ja, also müsste sie eigentlich merken, dass die ostdeutschen AfDler, die sie so verätzt, also die sie so, ja, so schlecht darstellt, oder auch, dass die Leute genau diejenigen sind, die sich für die Ukraine am meisten interessieren oder die sich auch für die armen Leute am meisten interessieren, was ja eigentlich ihre Position ist. Ihr könnt ja schreiben, was ihr denkt, was ich vergessen habe, was euch sonst so einfällt. Macht's gut.